Übrigens, ich hatte wieder Langeweile und habe mir eine Michael Schumacher-Doku angeguckt. Und hat mal Ross Brawn und John Todd haben mal bei einem gemeinsamen Interview gesagt, durch die Michael Schumacher-Siege können wir mittlerweile echt gut die deutsche Nationalhymne. Und heutzutage ist es jetzt durch die ganzen Mercedes- und ne, Hamilton-Gewinne. Oh, ich hatte schon wieder so eine leicht hakende Bremse. Ist das widerlich. Ja, wie gesagt, durch die ganzen Mercedes-Hamilton-Gewinne jetzt. Egal, wie man es dreht, ne? Schumacher, Vettel oder Hamilton. Man kriegt in der Formel 1 nur die deutsche Nationalhymne zu hören. Wer ist an uns dran? Vettel? Von wo? A new player entered the game. Ah, so nicht. Außenrum, ne? Komm zum Boxenstopp. So leicht mache ich es dir nicht. Und er fällt jetzt schon wieder raus. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit Mediums weiterfahren. Ah, machen wir doch die Standardstrategie. Sieht doch nur noch ein Stopp. Da bin ich doof. Aber gut, ein Stopp wäre eh nicht gegangen. Oh, oh. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Das Safety Car ist draußen. Behalte oh das mein Delta Gott. Wir müssen das positiv It's happening. Um eine Strafe zu vermeiden. It's happening. Langsamer werden und positives Delta beibehalten. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ. Du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ändern. Ist angekommen. Bestätige. Ja, besser ist es. Hallo, da stand er. Auch einen absoluten Vorsichtstempo vorbeigefahren. Namens Vollgas. Okay, wir sind Minusbereich, aber das müssen wir hinhauen mit der Zeit oben und der Box. Haha! Ausgetrickst, das System. Darum Stückchen. Wo ist die Dose aus? Es ist mittlerweile sehr dunkel im Zimmer. Fertig. Los jetzt. Mhm. Das passt. Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Man wäre sonst knapp geworden hier bei Kurvenausgang. Jetzt hätten wir uns hinter Sanz positionieren müssen. Das wäre ja ein bisschen ärgerlich, weil der kann ja was. Jetzt ist schön entspannt rumgurken. Ist auch nicht unnötig auf die Curbs und das Steuergerät ist mehr tot als lebendig. Ah, shit. So, sonst unserem Auto geht's gut. Reifen geht's auch gut. Temperatur alles super. Gleich haben wir die Karawane aufgeholt. Dann müssen wir wirklich Fettgemisch alles rein juckeln, was geht. Das ist die große Chance. Ich glaube, nur einer der Mercedes kam rein, ne? Das heißt, der andere fährt mit Elternreifen. Das ist für uns ganz gut, weil wir haben ja. Also, ne, die Schutzfolie über den Reifen ist gerade erst abgezogen vor 2,5 Minuten. Wir sind sowas von ready. Übrigens, hinterm Safety Car noch nicht gecrashed. Das könnte heute das erste Mal sein, aber
die, wir fahren nur noch 2 km/h, geben Gas und bremsen dann doch noch Zeit, nachdem die Safety-Car-Lichter aus sind, die kommt noch. Ah, die Lücke ist noch ziemlich groß da hinten bei der Vierergruppe. Freut mich nur, dass Mick nicht dabei ist und der dann irgendwie aus irgendeinen Umständen nicht zurück überrunden will, wie in Spanien. Heieieiei. Ach, schon 22 Runden. Oh, was? Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen Überholverbot herrscht. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Okay, alles klar. Das Auto hinter dir fällt pro Runde um etwa 3/10 zurück. Komm schon, ich muss dranbleiben. Wir sind jetzt schon wieder 1,4 Sekunden. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Come on, 1,3. Wir holen auf. 1,2. Gerade unter einer Sekunde gewesen. Teamkollege, der Mick, der will mich doch verarschen. Er geht jetzt in die Box oder was? Was ist denn das für einer? Wir holen den Wagen vor uns ein, aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Wo kommt der denn jetzt her? Ja, later. Heieiei. Ja gut, P3 wird's wohl. DRS wurde aktiviert. Fehlt es einfach zu stark auf der Strecke. Aktiviert. 3,4 Sekunden. Ich meine, klar, wir hatten ein paar schöne Drifts. Aber es ist einfach krass, wie die hier abhauen. Mein Problem ist auch die Schikane, die wir gerade durchgefahren sind. Jetzt hier auf lang gerade, in diese Links-Rechts-Kombination. Da kriege ich das Auto nicht um die Kurve. Runden gegen Verstappen. Ah, klingt angenehm. Aber wir machen viel Zeit gut. Wir brauchen jetzt keinen Überholmodus. Krass, wie stark Mercedes ist. Warum denn auch im Spiel? Es ist der Realismus, ich weiß. Aber es ist der Lamorismus. Ein paar Informationen zu Sainz. Er hat ein ernsthaftes Problem mit dem Auto. Anscheinend muss er aufgeben.
Arvin Barku, der zweite Ausfall wird einfach nicht kein Interesse bei der Rennleitung. Von wo hat der gerade den Speed her? Achtung, Achtung! Achtung, Achtung, gelbe Flaggen kein Überholmanöver in der gesicherten Zone. Okay, Box, 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 wir passen die Strategie an, komm diese Runde rein. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 23,2 Sekunden. Komm schon. Ich will ja nur ein Treppchen haben. Stappen, versteh mich doch. Schlupf mal, wenn du mich verstehst. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Ich finde die Kurve so schlimm zum Fahren. Gut gemacht. Damit legst du einen Platz weiter vorn. Jetzt schön Gas geben. Keine Lust nochmal Verstappen da vorbeizulassen. Der Turbolader pfeift auf dem letzten Loch. Wir sollten versuchen, ihn nur minimal einzusetzen. Na, wird schwierig gerade. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 8,4 Sekunden. Solange es nur dieser eine Loch ist, wo er durchpfeift und es nicht mehrere werden, ist doch alles gut. Das tut ein Turbolader. Ganz normal. Können wir ein P3 halten. Eine Treppchenserie, das wär's doch. Oh, bisschen weit in. Minimal am Lift and Coasten. Damit wir wieder eine grüne Anzeige kriegen. Und da ist sie. Und da ist sie auch schon wieder weg. Wieder bei 0,01, 0,02. Ach, Verstappen. Gehen Sie. Ich dachte gerade, der wäre oben rechts eine Fliege auf meinem Fernseher. Ah nee, das waren nur wir in der Haarnadel. Vor dir ist pro Runde eine Sekunde schneller als du. Ja, gib mir einen fucking Mercedes, ich mach dasselbe. Ich soll gerade ein bisschen liften, coasten.
Oh Gott. Tires are dead. Sprit zwischen etwa 5 Minuten kommen wir mit dem Benzin noch raus. Grün und Rot, fast die Farben vergessen. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 11,6 Sekunden. Ja. Chef, sei leise. Okay, geht in Ordnung. Danke. Es interessiert mich die Zeit vom Vordermann. 4 Runden für 31 Sekunden. Nee, 12, da krieg ich, wird schwer. Sag ich euch ehrlich, wird knapp. Ei. Es wird noch richtig eng hier, ne? Und ich krieg die Kurve einfach nie hin. Oh nein, es kommt. Oh, wir sind aber so viel besser rausgekommen. 0,01 und 0,02, es ist die ganze Zeit am Schwenken. Gehen Sie da hinten. Jetzt bin ich ein bisschen krass am Lift entcoasten und am Früh hochschalten. An den Punkten, wo ich es mir erlauben kann. Ich habe Schiss, da beim letzten Spurt dann leer zu laufen. Das wäre ein bisschen doof. Ich habe die Kurve gekriegt. Halleluja. Ich schwang die ganze Zeit zwischen 0,02 und 1. Das ist unglaublich. Ich will nicht zu viel liften kosten, weil, ja, ich habe ja noch Leute hinter mir. Alles klar, alle Auto noch heile. Ein paar Informationen zu Hamilton. Es scheint, Alter, Jeff, reicht aus, pfui, geh. Wiederhol das bitte, der...
Fuck, ich hab vergessen, die Überholtaste auszumachen. Shit, wir brauchen ERS. Was ist mit Verstappen los? Bei Ferraris haben ihn kassiert. Ah, Benzin. Könnt ihr in der letzten Runde hinhauen? Aber jetzt bin ich aber auch extrem am Lift and Coasten. Vettel, So nicht. Gib mir hiervon nicht auf die Eierchen. So, I'm out. Überholmodus aktiviert. Komm, Fett machen wir auch nochmal an. Und jetzt lassen wir es wieder, weil sonst wird es wieder heikel. Für die Fans. Oder. Huh. Dritter. Oder wie ich früher zu sagen gepflegte, Dreiter. Darf ein Schlückchen. Antonio Giovinazzi. Der schon wieder. Letztes Mal doch schon hier, Fahrer des Tages. Eine erstaunliche Fahrerleistung und gute Arbeit vom gesamten Team haben heute hier in Kanada zum Sieg geführt. Gut. Gut erzählt, weiter geht's. Also Stefan, was hat heute da draußen den Unterschied gemacht? Ja, er hat die Safety-Car-Phase perfekt ausgenutzt. Es gibt so viele Dinge, an die man denken muss, wenn das Rennen zurückgesetzt wird. Fährt man an die Box und holt sich neue Reifen? Hat man hinter sich Platz? Wie viel Treibstoff kann man sparen? Wenn man auf diese Fragen die richtige Antwort findet, hat man eine gute Chance. Und genau das ist heute passiert. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend beim Mercedes-Team reichlich zu feiern geben und sie haben es sich verdient. Ja Mensch, Bottas hat es also doch geschafft, Team Mercedes zu Team Mercedes, guck mal, jetzt wollte ich mal lustig sein, jetzt klappt es nicht, ne? Zurück auf Anfang, hey, also Bottas hat doch geschafft, Team Hamilton zu schlagen. Petronas Hamilton, Hamilton AMG, wie man es auch nennen mag. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Wichtige Punkte für Valtteri Bottas, der damit seine Führung in der Rangliste weiter ausbaut. Wir haben heute einige beeindruckende Talente auf der Strecke gesehen. Stefan, aber wer ist für dich der Fahrer des Tages? Mein Fahrer des Tages ist ohne Frage Antonio Giovinazzi. So ein selbstsicheres Rennen von einem der neuesten Stars dieses Sports und eine Leistung, auf die er äußerst stolz sein kann. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Mercedes baut seine Führung weiter aus. Gute Arbeit von Racing Point an diesem Wochenende, das einen weiteren Satz nach vorne macht. Also Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, Puffman Racing übrigens auch, ne? An McLaren vorbeigezogen, P4 in der Konstrukteurs-WM und P6 standhaft geblieben in der Fahrer-WM mit 89 Punkten Rückstand auf Bottas, dem fliegenden Finn. Und wo ist eigentlich... Ah ja, 0 Punkte Gryffindor. Ne, hier, Mick. 1,11,8. Ah, 7 Zehntel haben uns gefehlt. 7 Zehntel. Alter Vater. Ordentlich. Ah, wo ist Mick? 17. Zurecht, der Idiot. Safety Car vorbei. Was macht er in der ersten freien, ne, eröffneten Runde? Ab in die Box. Verdammt war das dumm. Aber naja, wir wollen ja nicht so sein. Er ist ja noch in der ersten EM. WM. Nee, Saison. Uiuiui. Highlights. Was sagen uns die Highlights? Eigentlich gar nichts. War ja, ne?
ein nicht so geiles Rennen, fand ich. Ich meine, toll, dass wir am Anfang jetzt hier schön schnell Leclerc vernascht haben. Aber guck mal, der hat ja sogar Platz. Oh! Was sagen, hier, guck mal, ja, der hat Platz gemacht, um die Kollision zu vermeiden. Und dann komme ich und sage, ja, nee. Nur weil du jetzt Platz gemacht hast, heißt ja noch lange nicht, dass ich jetzt Platz mache. Also ja, bleib schön da auf deiner Wiese. Aber ich habe eigentlich auch, guck mal. Also Platz war da. Dann halte ich meine Linie. Hätte er den Schwenker nicht gemacht, hätte er kollisionsfrei durch die erste Kurve kommen können. Nee, durch die zweite. Dieser kleine Rechtsknick wird ja auch schon als Kurve, glaube ich, ne, mitgezählt. Aber hätte er hier seine... Guckt euch an, einfach hinter uns. Vettel und Verstappen. Da hält jeder seine Linie und keine Kollision. Also ganz klarer Fahrfehler von Leclerc. Der Napf. So, und ab hier endet... Ne, passiert eigentlich nichts. Ja, ich weiß nicht warum, ne, aber... Irgendwie nicht meine beste Strecke hier in Kanada. Guck mal, wie ich ihm Platz gelassen habe. Ein Netter bin ich. Und zack, und ich schieße ihn ab. Nein. Na, da komme ich noch nicht vorbei. Ein bisschen früh eingelenkt. Ja, ich habe eigentlich jedes Überholmanöver auf der Geraden gesetzt, ne? Was heißt jedes? Da waren ja irgendwie drei. Ja, die Gerade ist aber auch perfekt dafür. Wozu da im Infield, sage ich mal, da irgendwie die Reifen kaputt bremsern, wenn es so ganz einfach auf der Geraden geht? Oh. Einmal ausgeschert. Das hat man trotzdem Bock. Da habe ich ein bisschen nach außen gedrängt. Vollkommen in Ordnung. Die Auslaufzone ist asphaltiert. Wie es da heutzutage heißt. Ne? Heutzutage ist ja auch ausdrängend nicht schlimm, wenn die Auslaufzone asphaltiert ist. Von daher alles optimal. Ah, was da klappt mit Vettel. Aber schön, dass Vettel wenigstens noch Vierter geworden ist. Der ist ja, glaube ich, von 5 gestartet oder sowas. Das können wir eh hier nachgucken, ne? Gut, Platz 5. Genau, von 5 auf 4. Ist doch super. Genau wie ich von 4 auf 3. Nett, nett. XX. Blackscreen, Blackscreen. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Wenn man alles doppelt sagt, dann auch richtig. Wenn man alles doppelt sagt, dann... Na gut, reicht jetzt. Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Sie haben alle Erwartungen gesprengt. Was ist Ihr Geheimnis? Das kann ich nicht verraten. Nee. Geheimnis, ich bin der beste Fahrer auf der Strecke. Ja, nee, wäre ich der Beste, hätte ich mit... Aber gut, Mercedes ist auch keine Formel 1. Das ist einfach Formula ein bisschen höher als ihr alle. So würde die Formel 1 Serie heißen. Die Formel Serie heißen. Formula, ich kann euch nicht hören. Es ist kein Geheimnis. Ich habe einfach ein tolles Teamlob. Ja. Da sehe ich mich. Was denken Sie, wie sich dieses Ergebnis für dieses Team anfühlt? Ja, weiß ich nicht. Wo sind die gelandet? Ich denke, es war ein hartes Stück Arbeit und daran gibt es nichts aus. Die harte Arbeit. Klar. Loben. Das schien mir da draußen aber heute mehr Autoscooter als Formel 1 zu sein, oder? Soweit würde ich nicht gehen, aber ich muss in Zukunft... Ja, ruhiger fahren. Ja, das ist wohl Fakt. Klasse! Danke für den Kommentar. Ach, Mensch! So oft hat sie klasse gesagt. Kommt doch wohl ein Patch rein, oder nicht? Hey! Boah! Alle 5. Nett. Oh ja. 7 zu 3. Stufe 8. Mick düppelt immer noch bei 6 rum. Kann ja gar nichts. 4 Rennen mehr in der Saison und ich habe Hamilton geschlagen. Oh, Stufe 10. Warte mal, das heißt doch jetzt eigentlich, wir können noch einen Vertrag, noch einen Sponsor anordern, ne? By the way, wieder 400.000 gekriegt. Ja, Wunschliste auf Amazon ist da. Star Wars Sets gibt's in Hülle und Fülle. Lego Star Wars Sets. Also alle von Star Wars ist Schmutz. Außer die Filme. Ich mag sie alle. Das ist kein Joke. Han, ne? Solo Story oder wie das Ding hieß. Fand ich mega.
Guten Morgen, Boss. Die wöchentlichen Sponsorengelder sind durch und wir machen trotz der laufenden Kosten gut Profit. Warum? Rein mit dir. Und es ist vor dem nächsten Rennen fertig. Da sehe ich mich. Hallo, guten Tag. Einmal fertig entwickeln, danke. Deshalb wollte ich auch mit den 700, bloß kein neues Upgrade-Gelöns anfangen. Weil, wenn was schief geht, ist es doof. Und dann haben wir kein Geld mehr. So, aber wie, ne? Geahnt. So, und was investieren wir denn rein? Aber ich würde doch schon eher sagen, wir gehen, hier rein. Zack. Dead. Haben wir's. So, guck mal, dann können wir direkt mal hier rüber springen. Obacht, Anpassung. Hier rein. Ah, wird wieder eine Mammutfolge, aua. Und jetzt machen wir es hier live on Cam. Ist das krass. Es gibt keine Cam. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja, zack. Und dass ich das immer noch nicht getan habe, ne? Das ist auch schon wieder peinlich. Warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ja, ja, gut, das passt mit dem Hintergrund. Nee, das nicht. Dann müssen wir die Farbe ändern. Hello, sympathischer Schwarz. Ja, nee, dann mache ich auch das hier dran. Ja, guck mal da. Sieht doch richtig schön aus. Ja, das passt auch. Das können wir so lassen. Ja, packen wir da drauf. Nur in schwarz. Und dann haben wir jeden Sponsor einmal vertreten. Ist das nicht nett? Zack. Ja, Mensch. Und schon haben wir ein beklebtes Auto. So schnell kann es gehen. Nun. Dann, warte mal. Was kommt eigentlich als nächstes? Egal, wir füllen erstmal hier. Oh. Warte mal, kann ich reingucken, was es da gibt? Ah, ich will lieber nicht X drücken, sonst startet der Bums und wir verschenken Tage. Nun. Fahrer, wir wollen auf jeden Fall den Fahrer boosten. Mick muss uns Punkte bescheren. Komm. Okay, wir löschen alles. Ich hab einen Plan. P-Aufnahmen, das ist nicht so mühselig. Gehen wir nochmal hier rein. Zack. PR. Die gute. PR-Knebelwoche. Dann kommt Eiston G-Krafttraining und dann für die letzten zwei Tage Sponsoren-Event. Zum Abschluss hier schön mit dem Sponsor essen gehen. Dann rein ins Wochenende. Das klingt doch nach dem Plan. So. Go. Ja. Sehr gut. Nur grüne Balken. G-Krafttraining, ja, nett. Dieses Wochenende sollten wir eigentlich ein paar neue Teile erhalten, aber einige haben es nicht durch die Qualitätssicherung geschafft. Frech. Findet die Leute, die es versaut haben. Neu entwickelt werden soll. Ah, bis jetzt klappt doch eigentlich alles. Kein Geld. Wir sind wieder arm wie Scheiße. Das gefällt mir ja gar nicht. Ja gut, dann... Ich würde mal vorschlagen, wir entwickeln erstmal nichts und warten. Weiter. Ja, Zylinderköpfe sind fertig. Frisch gebacken. Sind noch heiß. Nicht anrühren. Ja Mensch, Leute. Nun gut. Reicht jetzt erstmal für die heutige Folge. Deshalb würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Und ich bin nochmal raus. Haut rein. Bye bye. And have a great time. Bye. Have a great time.